Die Kufen sind von Onkel Fritz. Die sind im Zweiten Weltkrieg das letzte Mal gelaufen worden. Die habe ich einfach so genommen von der Wand. Na, was glauben Sie, wie alt ich bin? Hm? Naja, sagen wir mal 36,5. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, wir werden jetzt ein paar Runden schauen. Schau mal, dass mal das klappt. Darf ich um Ihre Hand bitten? Aufhelfen. Ja, dringend, dringend. Eins, zwei, eins, zwei. Hoppla, 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 hoppla. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Oh Gott. Ah, das geht ja schon wunderbar. So. Huch, ha, ho, ho, ho. Oh Gott. Oh, ja, so schnell. Jetzt läuft ja schon. Oh, ho, ho. Das ist ja unglaublich. Ach, ja, ja. Oh, ho, ho. Meine Neujahrsgrüße vom Eis am Englischen Garten. Ich kann nur sagen, in meinem Alter muss man sich sportlich bewegen. Sehen Sie mal, die jungen Leute tun es ja auch. Und damit wir nicht nur alt werden und krumm, müssen wir eben auch ein bisschen uns bewegen. Oh, schwer. Oh, junger Mann, entschuldigen Sie. Das wäre so peinlich. Ja. Wie könnte mir das passieren? Das wäre so unangenehm. Wie heißen Sie? Fuchs. Fuchs, Herr Fuchs, reizend. Und was machen Sie hier so am Eis? Es ist ja nicht in Ordnung, dass Sie alte Damen anreden. Das muss ich ja ehrlich sagen. Wir kennen uns ja schließlich noch gar nicht, nicht wahr, Herr Fuchs, nicht wahr? Ja. Ha. Oh, oh Gott. Oh, ja, ja, ja. Ja, Sie amüsieren sich. Das ist wohl recht. Ha! Ich komme wieder zu Ihnen, mir langt's. Haben Sie das gemacht? Oh Gott, oh Gott. Oh, 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 das ist ja aufregend heute. Jetzt können wir auch wieder ein kleines Törtchen essen. Ich habe so gedacht an eine, vielleicht, so eine Diabetikerschnitzel mit viel Sahne drauf. Wissen Sie, ich habe ja immer solche Probleme mit der Figur. Manchmal nehme ich ab und manchmal zu. Ich weiß nicht, eins steht fest. Ich kann essen, was ich will. Ich nehme nicht ab. Ja, das sind wir. Man ja darf einig. Den Humor nicht verlieren. Nein, das stimmt wirklich. Naja, ich habe das alles hinter mir gelassen. Ach Gott. Und das ist so eine Freude. Darf ich Sie umarmen? Ich bitte darum. Um. Das ist ja grauenhaft hier. Alles voll. Man weiß gar nicht, wo man hinfahren soll. So. Oh, ah. Ja. Ach, wie schön. Und jetzt nochmal ordentlich Gas gegeben. Wo ist meine Freundin mit der herrlichen Bank? Da muss ich drin wieder. Die Leute, tausend Leute kommen einem entgegen. Lauter Geisterrutscher. Danke. Ich danke euch, mein Lieber. Ach, ach, wie reizend. Oh Gott, oh Gott. Schauen Sie, man darf nie die Chance auslassen, jung zu bleiben. Nein. Und man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt, nicht wahr? Na ja. Ich habe vom guten Onkel Bubsi, der ist ja auch schon lange geschaut, der Onkel Bub, und nicht wahr, ist ja schon lange gestorben. Da habe ich natürlich noch die Socken von ihm handgestrickt, habe ich das damals. Kannst du mal nehmen, ne? Ist das schön. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Komm, lass uns träumen bei leiser Musik, dieses verwunschene Liebchen vom Glück. So alt muss man erst mal werden, gell, dass man so einen Spaß haben kann. Ganz ehrlich gesagt, man braucht ein gewisses Alter. Man braucht einen ganz gewissen, wie soll ich sagen, ein gewisses Kampfgewicht. Und vor allem, das sagt sie, retten mir meinen ganzen Sonntag. Und wie viele Kindlein haben Sie? Kindlein? Ich habe ein Kindlein, ein Enkelkindlein und noch ein verstorbenes Kindlein. Woran ist es gestorben? Das wird makaber, mein Schatz. Ich kann es dir das schon macht sagen, gar aber. Ich finde, das Sterben gehört ja zum Leben auch dazu. Man darf das nicht einfach so wegnehmen. 27. Wald, ja, 27. Kritisches Alter. Ich wollte gerade sagen, hat sie wahrscheinlich so die erste Liebe gerade nicht verwunden und so. Ja, das sind andere Sachen. Manche andere Sachen. Geschichten, Familiengeschichten, Missbrauch in der Familie. Ja, aber darf ich Ihnen was sagen? Das ist ja auch keine Ausnahme, das haben ja viele Menschen. Und das Schlimme ist, dass die Menschen nicht drüber reden. Wir haben alle unsere Geschichten. Das geht erst weg, wenn man drüber spricht mit den Menschen. Dann kann man es erst. Ich habe damals eine sehr gute Gruppe gemacht. Und da haben wir uns auch mit dem Tod auseinandergesetzt. Das muss man auch.
nämlich wenn ich in 3 Tagen sterben würde, was würde ich dann noch tun? Und da habe ich mir einer verstorbenen Tochter, die damals noch lebte, einen Brief geschrieben und habe ihr ganz meine Liebe gezeigt und sie anerkannt und so. Wie schön. Und dann hatte ich eben auch diese Gruppe, ne? Und mit der habe ich dann eine Meditation gemacht, dass ihre Seele ihren Weg findet. Und weil man, es heißt ja immer, wenn man sich umbringt und dieses ja, Zeug, ich glaube da zwar nicht dran. Ich glaube da auch nicht dran, aber ich möchte gerne wissen von Ihnen, hat sich das jetzt bei Ihrer Tochter irgendwie angekündigt? Hatten Sie Verdacht quasi? Die war in, ja, die hat schon Schwierigkeiten gehabt, aber die war in einer Klinik für Naturheilweise und sie war ja 27 und sie wollte immer, wenn sie nicht gut ging, wollte sie mich nicht sehen. Ah. Und ich durfte sie nicht besuchen. Und sie war Lesbe und dann die Freundinnen haben sie besucht und irgendwie war es denen zu viel und wurde sie ja ganz schlecht. Und dann war irgendwann ein neuer Stationsarzt oder Oberarzt und er hat gesagt, sie muss heim oder nach Haar. Und da ist meine Marion weg und hat sich irgendwo noch einen Strick gekauft und den Balken hat sie auch weggehauen. Ja, das ist ja immer sehr schwierig, dass man das einfach, ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass man die Homosexualität der Leute einfach nicht akzeptieren kann, wie ein Wetter. Ja, es ist ja wie ein Sonnenschein. Oder wie ein Regen. Das hat schon mit dem Missbrauch was zu tun. Ich glaube ich auch, ja. Das ist nicht wissen Sie noch, von wem er missbraucht und von wem sie missbraucht? Oder ja, weiß man das? Erstens mal vom Schwiegervater, meine beiden Töchter. Von Ihrem Mann? Und Schwiegervater. Ach so, Schwiegervater. Von meinem Schwiegervater. Oh Gott, ja, das ist auch noch eine meine jüngere gesagt. Tochter. Wie alt waren die denn? Die Kinder damals, die waren klein, weil wie die dann größer waren, sind die halt nicht mehr hin. Die waren also in Würzburg und ich habe halt meine Kinder mit der Oma im Haus und so. Die waren von klein ab, waren die öfter da dort. Wissen Sie, Missbrauch, die vergewaltigen die nicht gleich, das ist so subtil. Mhm. Aber wissen Sie, das ist dann das Geheimnis, die haben das, meine jüngere Tochter, die ist ja auch, die ist dann in eine Gruppe gegangen, in die Emma. Und die hat mir das mit 23 erst gesagt. Und da habe ich das dann erst abgecheckt. Das ist als Ehefrau, erstens war ich ganz jung und naiv. Na klar, woher soll man es denn auch damit rechnen? Und wer denkt denn, dass der eigene Ehemann und meine verstorbene Tochter hat meinen Ehemann wohl auch missbraucht, weil ich kann mich im Nachhinein an Sachen erinnern, Ausbrüche von meiner Tochter, wo ich das glaube. Sie hat sich immer eingesperrt in ihr Zimmer und hat gesagt, wenn du in mein Zimmer gehst, springe ich aus dem Fenster. Oh Gott. Und ja, nur in der Nacht raus. Aber die war immer schwierig. Aber er hat sie psychisch missbraucht. Das weiß ich schon. Ja. Das war einfach so. Er hat immer dann Streit mit mir angefangen. Hat gesagt, du kannst mit dem Kind nicht umgehen. Dann war Streit und das Kind hat sich niemandem gekümmert. Ja, also so Sachen halt. Also das war schon. Ja. Es passiert öfters, wie man denkt. Ja, und es gibt ganz viel mit dem Missbrauch. Und, aber diese jetzt Frauen, wird die haben ihr Leben lang Schwierigkeiten. Und darf ich Ihnen was verraten? Ich kenne 2 Männer, die missbraucht wurden von ihrer Mutter. Das gibt's auch. Und die haben genau solche Probleme. Die reden nicht drüber. Aber es ist nicht so. Die Männer sind zu dumm, die reden nicht drüber. Es ist nicht so. Wir erfahren es nicht so. Ich glaube, es ist nicht so. Also ich weiß nicht. Aber natürlich. Aber sicherlich haben Sie recht, dass der Sexualtrieb der Männer sich per se schon mal etwas stärker ist und auch aggressiver wahrscheinlich wie der Frau. Ist ja auch egal, wissen Sie. Aber ich habe jetzt erst auch heute in einem wunderbaren Buch was gelesen, dass die Männer es auch schwierig haben, wenn die Töchter bitte größer werden. Dann dürfen die nicht mehr, dann wäre verunsichert die das, dass die jetzt praktisch fraulich sind. Die Tochter will vielleicht noch eine Umarmung und so. Naja, das da ist hat natürlich jedenfalls eine, einer. Ja, das ist schon ein schwieriges Spiel. Und ich habe eben auch in dieser Gruppe, die hat auch gesagt, also dass die auch einen Anteil haben, die Kinder. Und die sind so charmant, die kleinen Mädchen. Aber ehrlich gesagt, das ist der Naturtrieb. Der Naturtrieb des Mädchens ist zu balzen, zu gefallen, zu reizen, zu provozieren. Und die Männer, aber wenn die Männer klar sind. Und ja, wenn sie ausgeglichen sind sexuell, das ist nämlich auch noch sowas. Ja, der aber meistens sind solche Männer, die sich an die Frauen nicht daran trauen. Ja, die trauen das sich dann an die Kinder. Das ist ja das, Ach, Leute. Ich kannte ja meinen Schwiegervater. Ja, also, aber wissen Sie, man braucht niemanden verurteilen. Wir haben alle unsere Geschichte. Wie klug von Ihnen. Ja, es gibt eigentlich auch keine Schuld. Obwohl jetzt. Das ist ja noch klüger, was Sie sagen. Ja, wissen Sie, und heute ist ja vorausgesagt, dass sozusagen die Weltuntergang oder die Welt auf Erde aufsteigt oder diese Endzeit oder was.
Also schauen Sie mal, was jetzt aussieht. Es wird dramatisch immer schlimmer und das war es doch auch schon mal 1936. Aber im Moment sieht es wirklich schrecklich aus. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir in unserem Kleinen was machen. Ja. Weil im Großen können wir zwar nichts im ändern. Wir im Einzelnen. Aber im Großen, im Kleinen können wir. Ja, aber auch Gedanken machen. Und das ist ja schon sehr gescheit. Ich freue mich jedenfalls, dass durch so einen Spaß, das ist das Tolle dran, das habe ich schon oft erfahren, dass man durch den Spaß kommt man an die echten Menschen dran. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Weil durch das Lachen, da hast du eine wie soll ich sagen, da öffnen sich die Herzen. Und ich finde ja, wenn wir alle ein bisschen offener sind und ehrlicher sind, dann kann es nicht passieren. Und herzlicher. Das ist ganz schwierig. Wissen Sie warum? Weil die Zeit... Was habe ich gestern wieder... Dazu habe ich keine Zeit. Das ist auch so ein Argument, wo die Leute immer sagen, dazu habe ich keine Zeit. Ich finde es einen völligen Unfug. Aber man muss auch, Zeit dass die Leute denken, das kannst du doch nicht oder sie trauen sich nicht. Sie trauen sich nicht, das ist es. Wenn ich jetzt ein Riesen... Ja, wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich muss sofort den Hund haben. Kommen Sie hier. Der ist ja toll. Ja, was bist du denn für ein Schatz, ein wunderbarer. Ja, du bist ja super. Ganz jung noch. Wie heißt sie? Amy. Na, Amy, dann sag mal, grüß Gott. Schade, dass ich mein Fifi nicht dabei habe. Mein Amy, nein, ist ja eine Süße. Und freuen tun wir uns. Och Gottchen, ist die niedlich. Och du Hübsches, ist das nicht nett? Mein Traumhund. Habe ich mir leider nie geleistet. Ja. Gott sei Dank. Ich Gott sei Dank. Ja, aber man hat halt schon die Verantwortung. Also wenn Sie mal in Urlaub fahren, Tante Bubs ist natürlich für die Amy da. Gell, mein Schatz? Hoch mein schönes Tierchen. Nase wärmen. Das ist doch wunderbar. Amylein, ha? Ist es schöner da drin? Mein Gott, ist die süß. Schon, ne? Schau mal, wie sie hier parkt. Ich halte es nicht aus. Ja, das schauen Sie. Ist das nicht süß? Darf ich vorstellen, Amy. Die gute Amy. Wir sind ja seit Stunden befreundet. Nein, ich habe ein bisschen übertrieben. Es sind vielleicht 10 Minuten. Nein. Ja, ja. Aber wissen Sie, wir Frauen übertreiben gern mal. Ja, mein Schatzi. Ja, du schön. Wie war noch gleich der Name? Maria. Maria, Ute Maria. Die gute Ute Maria, ich und natürlich Amy. Nicht so. Amy, schaust du mal in die Kamera rein? Die Leute wollen dich bewundern. Schauen Sie mal, meine neue Freundin, ist das nicht nett? Wir wünschen ein wunderschönes neues Jahr. Bleibt's guter Laune, macht's keinen Schmarrn und lasst euch nicht politisch in irgendeine Richtung drücken. Das hat schon mal nicht geklappt, gell? Ja, Amy, da schaust du, der wilde Schlittschuhfahrer wollte uns auch gerade überfahren. Böser Junge. Schau, mein Schatz. Wiederschauen. Also wir sind hier am Englischen Garten, nicht wahr? Um Seehaus und da habe ich die nette Susi kennengelernt, nicht wahr? Und gerade vor 10 Minuten die Amy dazu. Und die beiden suchen eine neue Arbeitsstelle, weil der Chef von der Susi die Amy nicht mag. Der mag generell keine Hunde. Kann man ja verstehen. Wissen Sie, man versteht ja immer alles. Ja, jedenfalls. Susi, was hast du denn gelernt? Ich bin Sekretärin. Aha, wir brauchen also einen Job für eine Sekretärin, wo der Hund, ein nämlich die Amy, Büro, genau. Ein nettes Büro will sie haben. Vielleicht einen netten Chef auch noch. Chef, also ein bisschen viel Büro verlangt, nicht wahr? Gut, dann schauen wir doch mal, ob wir das finden. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr einen super Job habt als Sekretärin für die Susi, wo die Amy unter dem Tisch liegen kann, ich kann nur sagen, da habt ihr bestimmt die richtige gewählt. Tschüss. Meine E-Mail-Adresse ist susi.danninger@web.de. Schreibt mal Danninger mit 2 N. Danninger mit 2 N. Hab ich's mir doch gedacht. Also susi.danninger@web.de. Jetzt haben wir es wiederholt. Jetzt haben wir es auch verstanden. Also Susi und Amy, ich wünsche euch alles Gute und vielleicht findet ihr einen schönen Job. Ich wünsche es mir für euch. Super. Damit du immer beim Frauchen bleiben kannst. Gell, mein Schatz.